Herzlich willkommen zum heutigen Gesundheitsflip. Ich habe hier eine Anfrage von Frau Hertha S. aus Vöcklabruck. 2 bis 3 Mal im Jahr leide ich an starken Halsschmerzen, die ein paar Tage andauern. Zum Arzt bin ich bisher nicht gegangen, möchte aber gerne wissen, woher es kommt und was ich dagegen tun kann. Ich bitte jetzt Herrn Dr. Martin Jurek, HNO-Facharzt aus Wien, am Flipchart in ungefähr einer Minute die Antwort zu geben. Bitte sehr. Halsschmerzen treten auf, wenn es zu Entzündungen oder Irritationen der Schleimhaut im Bereich der Rachenhinterwand, der Mandeln oder auch des Kehlkopfs kommt. Häufigste Ursache sind virale und bakterielle Infektionen im Rahmen einer Erkältung. Bei einfachen Entzündungen im Hals- und Rachenbereich eignen sich Lutschtabletten, Rachensprays und Gurgellösungen, die eine schmerzstillende, desinfizierende und entzündungshemmende Wirkung haben. Auch das Trinken von Salbeitee ist sinnvoll. Durch eine vitaminreiche Ernährung, einen gesunden Lebensstil und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme, um die Schleimhäute feucht zu halten, helfen Sie, banalen Infekten vorzubeugen. Ärztlichen Rat sollten Sie einholen, wenn es zu keiner Besserung kommt, das Fieber ansteigt oder Sie sogar unter Atemnot leiden. Vielen Dank, Herr Dr. Jurek, und auf Wiedersehen bis zum nächsten Gesundheitsflip. Wenn Mama Halsschmerzen hat und dringend Ruhe braucht, dann kommt es zu Hause schnell zum Drama ohne Mama. Da hilft Tantum Verde. Tantum Verde reduziert die Entzündung und lindert den Schmerz. So ist Mama schnell wieder auf den Beinen. Zum Glück gibt's Tantum Verde und Papa. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker.